Fortnite gibt uns wieder kostenlose Items, die wir ganz einfach freischalten können. Das werde ich euch heute in diesem Video erzählen, wie das Ganze funktioniert, Freunde. Und über 70% der Leute haben mich nicht abonniert. Wir sind kurz vor den 100.000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank. Würde mich also freuen, wenn du ein Abo da lassen würdest. Und schaffen wir heute, Freunde, 9,5 Likes. Ich glaube, das schaffen wir. Es gibt heute ein besonderes Video. Wir reden heute natürlich über die kostenlosen Items, die man freischalten kann. Und ihr werdet ganz viel über mich erfahren in diesem Video, Freunde. Heute so ein Spezialvideo, wer bist du meine drinne, bleibt, weiß auf jeden Fall, wie ich ticke, was bei mir abging die letzten Jahre. Let's go. Benutzt den Creator-Code Savile, Freunde, das wird mich sehr, sehr freuen. Ganz viel Liebe geht hier an euch raus. Leute, heute möchte ich euch was vorstellen, was sehr, sehr nice ist. Und zwar seid ihr mittlerweile in einem Alter, wo das Ganze anfängt zu sprießen im Intimbereich. In der Pubertät geht es so richtig los und da kommt Manscaped ins Spiel, Freunde. Manscaped ist ein Intimrasierer, der Choc Guisel ist, Freunde. Ihr bekommt einmal den Manscaped Rasierer, dann gibt es dazu einen Refresher für eure, ihr wisst schon was da unten. So sieht das Ganze aus hier, Freunde. Und ich sage euch, das riecht 1A. Und dazu gibt es noch ein Deo für da unten. Glaubt mir, Leute, probiert das Ganze mal. Das ist ultra nice. Meine Freundin liebt es, kann ich euch schon mal jetzt sagen. Mit dem Code Savile spart ihr 20% auf euren Einkauf bei Manscaped. Link ist unten in der Beschreibung. Wir landen heute mal bei Retail Row, dachte ich mir. Bin ich schon ganz, ganz lange nicht mehr gelandet. Und wir kommen auch gleich zu den kostenlosen Items. Werde ich euch gleich erzählen, wie das Ganze funktioniert, Freunde. Aber ich habe mir auch heute mal überlegt, ein ganz besonderes Video für euch zu machen, weil es sind so viele neue Leute dazu gekommen, damit ihr wisst, wie lange ich schon YouTube mache, warum ich YouTube mache, was ich vor YouTube gemacht habe, wie ich mein Geld verdiene. Fangen wir erstmal an, Freunde. Ich mache seit über 10 Jahren YouTube. Die einen oder anderen wissen das gar nicht, aber ich habe tatsächlich 2011 mit YouTube angefangen. Ich habe damals Call of Duty Videos gemacht. Mein erstes Video war aber kein Call of Duty Video, sondern ich habe mir Nutella ins Gesicht geschmiert. Und das ist mein allererstes YouTube-Video. Simon Desue war damals so mein Vorbild. Und dann habe ich auch sogar eine Zeit lang für ihn gecuttet. Das war für mich voll das Privileg damals. Und ja, dann habe ich Gaming, Gaming, Gaming gemacht. Und ich habe ja ausschließlich COD gezockt, weil damals... Was geht denn mit dem, Digga? War COD halt übelst im Hype, Leute. Mit Allotrix und so... mit Commander Krieger, mit Dr. Kaboom und wie sie alle heißen, Isle of Cookies. Die Call of Duty Zeiten waren schon ganz schön wild, Freunde. Das wisst ihr eigentlich alles gar nicht. Und ja, so habe ich halt dann mit Call of Duty Modern Warfare 3 angefangen. Und dann habe ich immer weiter Videos gemacht, bis ich meine Ausbildung angefangen habe. Leute, ich wurde nicht direkt Cutter oder YouTuber. Ich habe zuerst meine Ausbildung gemacht als Einzelhandelskaufmann. Ich war an der Hauptschule zuerst und dann hatte ich einen guten Schnitt. Ich hatte gute Noten und konnte dann die Bergrealschule machen. Das ist in Baden-Württemberg hier. So gleichgestellt wie Realschule. Und ich kann euch schon mal eins vorweg sagen, Leute. Es ist scheiß... Okay, was denn mit dem falsch? Ich kann euch eins sagen. Egal auf welcher Schule ihr geht, sei es Hauptschule, Realschule, Gymnasium... Leute, glaubt mir, irgendwann mal ist das alles scheißegal. Ihr könnt danach im Nachhinein immer wieder irgendwas machen. Ihr könnt nach der Schule ein Fachabi machen. Ihr könnt euch immer weiterbilden. Also, wenn ihr jetzt auf der Hauptschule seid oder auf der Realschule und denkt, oh, ich muss Gimmi werden. Leute, Schwachsinn. Es lohnt sich auch nicht, ein Kind aufs Gymnasium zu schicken, das dann schlechte Noten hat und dann keine Motivation mehr für die Noten. So, aber nevermind, kommen wir weiter zum Thema. Und dann habe ich seit damals 2011 angefangen, Videos zu machen. Und ich habe dann immer wieder aufgehört mit Videos. Warum, erkläre ich euch jetzt. Ich habe ja damals meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann angefangen. Und währenddessen habe ich auch schon Videos gemacht. Und mir waren die Videos extrem peinlich, wenn das Ganze meine Familie gesehen hat. Also ich habe ja YouTube-Videos gemacht. Und meine Familie hat das so ein bisschen mitbekommen. Das war mir übertrieben peinlich, Freunde. Und dann habe ich damals irgendwie ein paar Monate aufgehört, Videos zu machen. Also ich hatte damals schon so 10.000, 15.000 Abonnenten. Und dann habe ich meinen Kanal einfach gelöscht, weil es mir so peinlich war. Es war 2013 oder 14 war das. Ja, und wie es dann gelaufen ist, habe ich dann ein, zwei Jahre Pause mit YouTube genommen. Habe einen neuen Kanal aufgemacht, auch wieder Call of Duty. Und League of Legends habe ich dann gemacht. Und ich habe währenddessen noch meine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann gemacht. Und habe währenddessen immer Videos gemacht.
Ich habe meine Ausbildung gehasst, Freunde, ne? Ich habe die Ausbildung trotzdem durchgezogen. Mit einem schlechten Schnitt. Mit einem Schnitt von 3,6 habe ich die Ausbildung fertig gemacht. Leute, nehmt euch kein Beispiel. Macht die Ausbildung gut, wirklich. Das ist sehr, sehr wichtig, damit ihr im Nachhinein auch was Gescheites findet. Und ja, ich habe die Ausbildung dann gemacht. War fertig. Und dann wusste ich nicht, was machen. Ich hatte keinen Bock, da weiter zu arbeiten. Wurde natürlich nicht angenommen, weil ich nur Scheiße gemacht habe, da gefühlt, ne? Aber, ja, was heißt Scheiße? Ich war halt lustlos, Freunde. Ich habe meinen Job gehasst damals. Und dann habe ich ein Jahr FSJ gemacht. Habe ich im Kindergarten gearbeitet, ein Jahr lang. Im Waldkindergarten. Und dann habe ich mich fürs Fachabi beworben, weil ich wollte dann unbedingt studieren. Ich wollte dann in Richtung Video und Medien. Und dann kam das Ganze mit dem Cutten. Genau in der Zeit, ich war fertig mit meinem Kindergarten, ja. Und dann war gerade die Zeit, wo ich mein Fachabi gemacht hätte. Und ich habe mein Fachabi dann abgelehnt, weil ich dann für Awife angefangen habe zu cutten. Und durch Awife kam das Ganze mit dem Cutten. Ich habe nebenbei trotzdem YouTube gemacht, aber nicht so erfolgreich. Ich hatte zwar eine krasse React-Zeit. Ich habe einen Kanal gehabt, den habe ich nur reacted. Das lief sehr krass mit 100, 200.000 Views immer pro Video fast. Dann habe ich den aber trotzdem aufgehört, weil ich hatte immer wieder so Down-Phasen. Keine Ahnung, irgendwann mal hat mir YouTube irgendwie nicht mehr Spaß gemacht und so. Jetzt ist es zum Glück gar nicht mehr so. Es wird auch sowas nicht mehr passieren. Dann habe ich mein Fachabi abgelehnt, habe für Awife gecuttet und so bin ich dann zu iCrimex gekommen, zu Standard Skill, weil die meinen Cut-Stil übelst gefeiert haben. Die haben das so gefeiert, wie ich gecuttet habe. Und so konnte ich mich dann selbstständig machen und habe nebenbei immer mal wieder YouTube angefangen, aufgehört und sonstiges. Aber ich bin seit über drei Jahre jetzt selbstständig mit Cutten und YouTube. Das war meine kleine Geschichte, Freunde. So könnt ihr mich besser kennenlernen. Ich bin jetzt 25. Ich mache seit 10 Jahren YouTube. Das glaubt man mir kaum. Und ja, weil ich immer wieder halt Phasen hatte, wo ich nicht durchgezogen habe. Das ist aber jetzt auf jeden Fall nicht mehr der Fall. Und ich wollte euch das Ganze jetzt mal erzählen, damit ihr ein bisschen mehr über mich erfahrt. Und wisst, ich finde es eigentlich ganz interessant, wenn man immer ein bisschen weiß, was beim YouTuber so abgeht. Und genau. Ey Leute, die Lobby ist ja anders schlecht gerade, ne? Die Lobby ist anders schlecht. Wir kommen aber jetzt zu den kostenlosen Items, die uns Fortnite zur Verfügung stellt. Das kam gerade eben raus, wirklich. Jetzt auf den letzten Drücker kam das raus. Der hat mich fast getötet. Ich erkläre euch gleich, wie das Ganze funktioniert. Und bevor wir das machen, wollte ich euch nochmal sagen, wie geil mein Horizon Zero Dawn Skin ist. Es ist zurzeit irgendwie mein Lieblingsskin. Mit diesem blauen Stil feiere ich ultra. Und wie schon gesagt, Fortnite hat das Ganze gerade eben angeteasert, dass man wieder 3 kostenlose Items freischalten kann. Zuerst muss ich sagen, es gibt einen Link in der Beschreibung. Ganz, ganz wichtig, Freunde. Denn dieser Link in der Beschreibung müsst ihr verwenden, um euch auf der Seite einzuloggen. Ihr müsst euch da anmelden bei Epic Games, weil sonst könnt ihr nicht eure Games tracken. Ey Leute, die Lobby ist absolut lost gerade, ne? Aber gut, egal. Und wichtig anmelden, Freunde, sonst kriegt ihr nicht die Rewards. Ganz, ganz wichtig. So, und jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was wir hier kriegen. Wir kriegen hier einmal ein Spray-Motiv, dann einen Emote und eine Lackierung. Und wie das Ganze funktioniert, erzähle ich euch jetzt gleich. Digga, was geht denn bei dem, Leute? Gebt euch mal. Was macht er denn? Ey! Ruhig! Oh. Okay. Okay, da ist nochmal einer. Und ihr müsst auf jeden Fall Solo, Duo, Trio oder Team spielen. Ganz normal. Ganz easy, wie es sonst funktioniert immer. Und das Wichtige dabei ist, ey, jetzt macht mal halblang. Sag mal, wo ist denn der Typ? Also ihr könnt die 4 Modis benutzen. Ey, das gibt es doch nicht. Ich habe gerade richtig Pech, Freunde. Oh, meine Backe juckt. Der schluckt aber auch ganz viel. Oh, der Typ ist noch hinter mir. Leute, ich hoffe, ich hole hier noch den Win. Ich muss auf jeden Fall den Win holen. Ganz wichtig. Ja, der ist jetzt down. Der ist jetzt down. Nice. Okay, der letzte nur noch da drüben. Und um diese Sachen freizuschalten, müsst ihr
40 Minuten Fortnite spielen. Und alle 40 Minuten bekommt ihr einen Badge. Sozusagen eine Medaille bekommt ihr. Und ihr braucht einmal... Für das Spray-Motiv müsst ihr euch einfach nur ganz normal einloggen und auf der Seite anmelden. Dann bekommt ihr das Spray-Motiv schon einfach so, ohne zu zocken. Ganz wichtig zu erwähnen. Dann braucht ihr 6 Medaillen. Sprich, 6 mal 40 Minuten müsst ihr Fortnite spielen. Und dann bekommt ihr das Emote. Und danach gibt es die Lackierung mit 11 Medaillen. Beziehungsweise 11 Punkten. Und dann müsst ihr 11 mal 40 Fortnite spielen. Das sind 440 Minuten. Und dann bekommt ihr die Lackierung hier auf jeden Fall. Ich will dir mal ein bisschen Hops nehmen. Wobei, kack drauf, Freunde. Also ganz wichtig. Auf der Seite anmelden. Einloggen. Spray-Motiv bekommt ihr kostenlos. Auf der Seite anmelden. Danach müsst ihr 6 Medaillen, sprich 6 mal 40 Minuten spielen. Ihr könnt auch alles hintereinander spielen. Und danach gibt es die Lackierung für 11 Punkte. Und wir haben hier den Win, Freunde. Ganz easy peasy, lemon squeezy. So schaltet ihr das Ganze frei. Vielen, vielen Dank fürs Reinschalten. Ich hoffe, so eine Art Videos hat euch mal gefallen. Ich dachte mal, damit ihr ein bisschen mehr über mich erfahrt. Ich danke euch von Herzen und für euren Support. Haut da rein. Bis dann und ciao, ciao.